Hallo Patrick, also erstmal vielen Dank für die Einladung hier in Brüssel ins Parlament. Gerne. Freut mich sehr, dass ich hier bin und zusammen mit dir diese wichtigen Themen besprechen kann. Ich habe auch direkt ein Thema mitgebracht, das wäre tatsächlich die Prozenthürde. Wir haben ja in Deutschland zur Bundestagswahl eine 5-Prozent-Hürde. Hier beim Europaparlament ist es ja ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Wir haben ja gar keine Prozenthürde. Und die Bundesregierung in Deutschland plant ja aktuell, eine wieder einzuführen. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen, was da geplant ist? Ja, die großen Parteien würden sich natürlich gerne die Sitze im Europaparlament, die wir kleine Parteien, Piratenpartei und andere wie Volt oder ÖDP halten, unter den Nagel reißen, indem sie eine Prozenthürde auch für Europawahlen einführen möchten. Für die nächste Wahl im nächsten Jahr wird das nicht passieren. Da habt ihr noch freie Wahl ohne Sperrklausel. Für zukünftige Wahlen werden wir vor Gericht ziehen, um das zu verhindern. Denn das Bundesverfassungsgericht hat schon gesagt, es gibt keine Rechtfertigung für diesen Eingriff. Es bedeutet, dass Millionen von Stimmen für kleine alternative Parteien in den Papierkorb wandern. Und das ist ein Anschlag auf die Demokratie, den wir uns nicht gefallen lassen.